Herzlich willkommen zur Zimmerführung, dieses Mal aus Jungholz in Tirol. Und zwar bin ich im Hotel Bergquell, das gehört zum Berghotel Tirol. Und da vorne ist eine kleine Panoramakarte, da kann ich euch mal zeigen, wo genau das liegt. Und zwar ist mein Zimmer quasi hier. Ungefähr. Es ist ein einzelnes Haus, wo die ganzen Suiten drin sind und das Haupthotel, also das Berghotel, das ist eher hier und das hier ist das ganze Skigebiet Jungholz. Und vielleicht habt ihr schon gesehen, dass die Zimmer alle ganz niedliche Namen haben und ich bin heute im Zimmer 02 Hörnle. So sieht das Ganze von innen aus. Hier ist gleich neben der Tür eine kleine Garderobe und auch direkt am Schrank befestigt. Ich habe hier meine Sachen heute eingeräumt und direkt gegenüber ist eine kleine Küche. Voll bestattet mit Tassen, Gläsern, hier unten sind Töpfe drin, ein schönes Ceranfeld zum Kochen. Sehr, sehr schön gemacht, auch richtig cool finde ich, sind diese Hochsitze da. Also man kann, wenn man mit einer größeren Familie unterwegs sind, sich beim Kochen zuschauen oder auch einfach hier zum Essen hinsetzen. Finde ich sehr, sehr schön gemacht. Apropos Familie, hier ist für die Kinder auch ein kleines Stockbett, heißt die Kinder müssten nicht auf der Couch schlafen. Finde ich sehr schön gemacht, total cool. Hier ist eine kleine gemeine Stufe und dann geht's hier ins Badezimmer. Eine schöne ebenerdige Glasdusche und auch wieder ein schönes Waschbecken mit großem Spiegel, Licht, sehr niedlichen Zahnputzbechern, wie ich finde. Genau, auch ein Föhn ist da. Hier nebenan ist das Schlafzimmer. Zum einen nochmal eine kleine Sitzecke, ein großer Spiegel, wo man sich auch ganz Körper anschauen kann und natürlich das große Bett. Ja, zu jeder guten Suite gehört auch immer ein kleiner Wohnbereich. Das ist hier mit Fernseher, mit Couch, die ich, wie ich gerade sehe, wahrscheinlich nochmal ausziehen kann. Tisch, sehr bequemer Sessel hier, einem sehr coolen Kühlschrank und hinter mir ist eine kleine Terrasse, aber da es mal wieder dunkel draußen ist, sehen wir das dann morgen. Gestern hatte ich ja nicht die Möglichkeit, euch meine Terrasse zu zeigen. Deswegen machen wir das heute noch. Meine Terrasse ist gleich da drüben.